Haben Sie eine urheberrechtlich geschützte Datei, etwa einen Film, heruntergeladen und nun eine Abmahnung wegen File-Sharing erhalten? Wenn Sie File-Sharing-Netzwerke verwenden, teilen Sie Ihre Downloads im Hintergrund mit tausenden anderen Nutzern. Ohne Erlaubnis des Rechteinhabers gilt das als Urheberrechtsverletzung. Der Rechteinhaber kann dafür von Ihnen Schadensersatz und Anwaltskosten verlangen. Oft liegt einer File-Sharing-Abmahnung auch eine Unterlassungserklärung bei. Mit Ihrer Unterschrift verpflichten Sie sich, den Urheberrechtsverstoß nicht zu wiederholen. Diese Erklärung sollten Sie nicht ohne anwaltlichen Rat unterschreiben, denn als Folge kann Ihnen schon bei einer kurzen Unachtsamkeit eine hohe Vertragsstrafe drohen. Wichtig ist, dass Sie Ruhe bewahren. Kontaktieren Sie den Absender der Abmahnung nicht persönlich, da Sie sich dabei unter Umständen selbst belasten. Sie sollten eine Abmahnung allerdings auch nicht ignorieren. Anwalt.de. Wir machen Rechtsberatung einfach.